Wurde ein 25-jähriger Polizeibeamter aus Bremen. Dieser ist verdächtig, in der Nacht vom 20. auf dem 21. Juli diesen Jahres sich an einem Einbruchdiebstahl in einem Geschäftshaus hier in Bremen beteiligt zu haben. Hierbei ist insbesondere ein Tresor mit über 30.000 Euro Bargeld. Einbruchsermittler hat die Tatortfotos ins Internet der Polizei gestellt. Ausgerechnet Kollegen aus seiner eigenen